Ja, Wunderkind. Bla 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 bla. Na gut, dann wollen wir uns mal den langen Weg dorthin bewegen. Vielleicht finde ich ja noch eine schöne Stelle für diese eine Trophy, die ich noch im Kopf hatte. Das war ein Wall Climb, Drehung, Sprung, etc. etc. Nein, ich habe keine Lust. Kannst du mir vielleicht helfen, Frank? Nein, kannst du nicht. Niemand kann das. Ich denke mal, dass das hier war. Also hier durch. Durch das Fenster bei Noah. Oder auch nicht. Nee, da habe ich mich vollkommen falsch leiten lassen. Ja, verdammte Kacke. Verdammte Axt. Wenn ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück muss, dann... Wollte ich gerade sagen, drehe ich durch, aber... Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Oh, lalalala. Das ging in die Buchse. Und wir laufen und laufen. Nein, hier mache ich das bestimmt nicht. Auf zu Plastik! Ganz akkurat. Man laufe und laufe und laufe. Ach, Plastik, kannst du nicht einfach hier in der Nähe wohnen? Nein, Mademoiselle muss ja immer außerhalb. Du musst einfach nur... Weil, wow, wir hatten ein Spiegelbild. Nice, möchte ich dazu sagen. Ganz, ganz nice. Oh, ein Grid League. Die Gridnodes sind die Grundlage des Grid. Sämtliche Daten in Cascadia werden von Orcom durch sie hindurchgeleitet und gefiltert. Ich wollte mich schon seit einer ganzen Weile in einen einklinken. Ich wusste nur nicht, wie ich das anstellen soll oder selbst reingehen soll. Ja, dafür hast du ja mich. Es gibt ein paar Runner, die ihren Beat mit einem Gridnode verlinkt haben. Angeblich erhalten sie so jede Menge nützliche Informationen. Hm. Hast du das schon mal gemacht, Noah? Ja, aber sie haben seitdem mehrere Updates eingespielt. Nein, 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 nein. Die Verbindung verloren. Heiligsblechle. Das ist merkwürdig. Irgendjemand hackt sich in den Grid, aber ich kann nicht sehen, wer es ist. Da kannst du mal sehen. Der Angriff konzentriert sich auf Anchor und die Umgebung der Bobble Mall. Jetzt werden die automatischen Notfallsysteme deaktiviert. Ist das Omnistat? Nee, es kommt von irgendwo innerhalb der Stadt. 50 Grid Leaks habe ich jetzt gesagt. Naja, wow, nice. Ich wette, wir werden es noch früh genug herausfinden. Faith, versuch durch einen der Kühlschächte reinzukommen und arbeite dich dann zur CCU nach oben. Du musst sie nur mit deinem Beatlink verbinden, dann erledige ich den Rest. Mach ich. Wird doch alles gemacht hier, gar kein Thema, alles ohne Probleme. Klettern wir durch den Server. Ich bin drin. Denk dran, du musst nach oben zu CCU und halt dich von den Sensoren fern.
Außer natürlich, du hast Lust auf weitere Begegnungen mit Krugersek. Was ja durchaus möglich wäre. Halt die Klappe, Kuma. Hat sich Icarus in einen Gridnote eingeklinkt? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, du hast irgendwas voraus, wenn du das hier überlebst. Und da solltest du auch besser sonst. Sonst was? Sie ist in einem komplett anderen Gebäude als du, das außerdem noch ziemlich weit entfernt liegt. Klar, denke ich. Wie auch immer. Pass einfach auf dich auf, Faith. Ja, Papi. Faith? Mach Papi Noah nicht unglücklich. So. Ja, da lang. Und wieder an den Servern hoch. Welche Vorkommnisse in der Nähe der Borbelmaul in allgemeiner Alarmbereitschaft. Ich glaube nicht, dass es um dich geht, aber sei auf alles vorbereitet. Ja, Papi. Sieht aus, als hättest du doch einen Sensor ausgelöst. Ich habe den Alarm stumm geschaltet, aber wenn dir das zu oft passiert, kann ich das Signal nicht mehr unterdrücken. Entschuldigung! War purer Nichtabsicht. Da müssen wir hin. Und da gehen wir auch hin. Um an diversen Servern, aka Festplatten, weiter hoch zu krabbeln. Und in den Luftschacht. Er hat überhaupt diese ganzen Leuchten hier reingelegt. Naja. Passt schon. Mensch, beeil dich. Faith, nicht an der Tür hängen bleiben. So, interagieren. Ich bin bei der CCU. Die Verbindung wird hergestellt. Und das war's. Das war's? Ja, das war's. Was hast du denn erwartet? Du kannst jetzt von da verschwinden. Es gibt einen Lastenaufzug ganz in deiner Nähe. Vielen Dank. Das erspart mir eine Menge. Warum habe ich den nicht eigentlich benutzt, um hier reinzukommen? Wäre doch viel einfacher gewesen. Ich bin im Aufzug und auf dem Weg nach unten. Du machst mich stolz, Faith. Gut gemacht. Und was ist mit mir? Ich habe schließlich die ganze Arbeit geleistet. Du auch, Plastik. Ich bin stolz auf dich. Und was ist mit mir? So, ich will Aufmerksamkeit. Gib der Frau Aufmerksamkeit. Und jetzt greifen die Terroristen an. Denn alles fliegt in die Luft. Eigentlich. Fliegt uns aber einiges um die Ohren. Irgendwie sieht das aus, als wenn so eine Lasagne zusammenfällt. Also so die Dinger. Ich sehe, die Borbelmaul ist gerade in die Luft geflogen. Ich müsste jetzt sogar eine Trophäe dafür bekommen. Sie kann zu mir kommen. Kuma sagt, das wäre okay. Danke, Plastik. Das weiß ich zu schätzen. Ich brauchte auch nur so lange einen Unterschlupf, bis sie den Sturm gelegt hat. Ich muss hier erstmal. Ja, das habe ich auch erwartet, weil diese dämlichen Scheiß. Pipi-Heinis, ich nenne sie jetzt mal Pipi-Heinis, mir tierisch auf die Nüsse gehen. Dam da di dum. Ja, Faith, komm, bisschen Beeilung. Wir haben sie.
Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Hör auf mich zu schießen. Ich würde sagen, wir setzen uns mal ganz akkurat mal ab. Und Bewegung, Bewegung, Bewegung. Oh shit. Jo. Alles klar. Komm. Wie ich das hasse, wenn man so Millimeter dran vorbeispringt, obwohl Faith einfach nur hätte die Arme ausstrecken müssen. Die Arme. Die Arme. Okay, wo bin ich jetzt schon wieder? Bin ich in der Cafeteria gelandet? Naja. Seht ihr? Da ist sie gerade lahmarsch geworden. Und irgendwie interessiert sich Kasek auch nicht mehr so mich. Ich meine, ich kann damit ganz gut leben. Oh, ernsthaft, Faith. Warum tust du mir jetzt sowas an? Das ist peinlich. Seriously, that's peinlich. Zieht nur alles unnötig in die Länge. Faith. Will die Frau mich jetzt verarschen? Seriously, will die Frau mich jetzt verarschen? Na, anscheinend schon. Ich will da nicht nochmal rüberspringen. Ich weigere mich. Erreiche den Unterschlupf. Aber hier gibt's doch irgendwo... Es muss doch hier irgendwo noch eine Sidequest von Plastic geben, verdammt mich nochmal. Na dann halt nicht. Muss ich wirklich da lang? Ich will da nicht lang. Da fliege ich immer runter. Na ja, also. Geht doch. Meine Fresse. Ja, ist ja klar, ich wieder in die falsche Richtung. Ich bin sowieso nach Plastic unterwegs. Ich hab nichts gesagt. Hab ich schon. Könnte da lang, aber wo geht's hin? Nirgendwo. Gehen wir da mal rein. Hi, Plastic. Ich habe es entschlüsselt. Und was ist drauf? Die kompletten Pläne für Reflection. Einfach alles. Es ist viel zu komplex für ein einfaches Gridlink-Upgrade oder so. Okay. Kannst du Noah anrufen? Klar. Plastic hat das Laufwerk geknackt. Es enthält sämtliche Pläne für Reflection. Oh. Komm wieder ins Versteck, dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Kruger-Sack geht noch ziemlich aggressiv vor, also halt dich bedeckt. Und danke für die Hilfe, Plastic. Was ist mit dem Laufwerk? Ich will es mir genauer ansehen. Behalte es erstmal. Wir sehen uns, Faith. Ja. Abgeschlossen. Reflection bedeutet Spiegelung, Zerbruch. Ja, ich weiß, was Reflection heißt. So, das kann ich jetzt mal für mich. Klappe zu, Koma. Und ich habe eine Trophäe erhalten.